vielleicht beißt. Also ja. Das Verfassungsgericht hat das wieder zugelassen. Ja, ja, aber ich finde es abartig. Ich kann nur jedem raten, der sollte sich mal einen Patienten anschauen, der beatmet auf der Intensivstation liegt. Hätten Sie Kontakt dazu, dass auch wir und unsere Zuschauer das sehen könnten? Wie meinen Sie das jetzt? Der will so Live-Aufnahmen. YouTube. Ja. Der will so Aufnahmen von jemandem beatmen. Ja. Boah, der Kameramann, der möchte, das ist halt so ein richtiger Journalist, Investigativjournalist. Ja, Sie haben noch nie einen Corona-Patienten gesehen. Ja, das ist einfach absolute Dummheit. Und ich sage ja auch, solange es keinen Impfstoff gibt, kann man haben da nicht mal vor 5 Jahren das Video. Das ist einfach so. Best Döner-Kebab von Harras gesehen. Ja, das haben wir jetzt mal. Und ich glaube, das ist der bei mir in der Schule. Die am meisten. Ist es der an deiner Schule? Ja, das ist der beste Döner da. Ehrlich? Das könnte ich mir vorstellen. Habe ich auch alles schon erlebt. Die Raucher, die. Boah, die Kamera kommt noch nicht gesehen, als er da ja mit Lungen gefilmt hat. Er hat doch irgendwann am Abend gefilmt. Was halten Sie von der Heinsberg-Studie? Die Heinsberg-Studie? Auch nicht. Nee. Professor Strauß hat die Heinsberg-Studie aus einem Gebiet bei Heinsberg, Gemeinde Heinsberg. Ach, der Professor, dieser ganz junge Professor, der da diese. Markus Lanz auch einen Auftritt gehabt. Aber ich habe jetzt nicht genau detailliert verfolgt, was der jetzt da rausgekriegt hat. Könnte das daran liegen, dass Sie quasi die Nachrichten aus der Tagesschau haben und nicht im Internet danach geschaut haben? Nee, ich lese in der Zeitung. Ich lese jeden Tag die Zeitung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mal Corona-Pause gemacht. Ich habe ein paar Tage frei. Vor Corona-Pause. Und ich will und möchte momentan. Könntest du die beatmen auf der Intensivstation aufmachen? Mir reicht es erstmal kurz. Ich wünsche jetzt zum Beispiel Lockerung geben könnte, aufgrund solcher Studien. Ja, aber ich glaube, trotz allem würde ich mich noch weiter mit Mundschutz schützen. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt wirklich dann vertrauen würde. Ja? Ich würde, glaube ich, trotzdem weiter schauen, dass ich mich schütze. Die Regierung sagt ja, der Mundschutz schützt eher die anderen. Wie schützen Sie sich noch? Ja, einfach mit Hände waschen, ganz normal, Mundschutz, Handschuhe, wenn es nötig ist. Also im Krankenhaus muss ich natürlich Handschuhe anziehen, aber privat jetzt hier würde ich keine Handschuhe anziehen. Da würde ich einfach mich weiter auf meinen Mundschutz verlassen und fertig. Also wenn Sie das wirklich schaffen könnten mit dem Kontakt, dass wir das Mundschutz schützt dich nicht, was benutzt du noch? Ja, Mundschutz. Ich verlasse mich auf meinen Mundschutz. Das wäre eine Riesensache. Nee, das würde ich niemals machen. Nee, das würde ich niemals machen. Also da, das würde ich dann, also wahrscheinlich bei der Demo mitmachen oder was die so fragen. Ist und das, die sollen ihre Ruhe haben, die sollen in Ruhe genesen und kontaktlos bleiben. Ja. Vielleicht ging es darum, hier Leute aus dem Krankenhaus rauszuholen. Von der Beatmung. Vielleicht besuchen. Als ob die, hä? Der Typ sieht doch. Ja, der verkauft sich auch viele. Oh, das ist der beste Döner. Ist zwar nicht der beste Döner in München, aber wahrscheinlich schon der beste Döner. Oh, den kennt man. Gibt's da so ein Video von Sila vielleicht? Das wird auch mal sehen. Ah, leider nicht. Scheiße, der Typ ist aber alt geworden. Das ist traurig.